Man kann ja keine Sekunde rumstehen und nichts tun. Man muss permanent essen. Der Typ ist eigentlich wie eine Kuh oder sowas. Der frisst durchgehend. Und zwar Unmengen. Hallo und willkommen zurück zu Green Hell. Das ist super schön hier. Ich finde das Spiel richtig klasse. Macht mir mega viel Spaß. Wir sind praktisch da, wo wir letzte Episode aufgehört haben. Und ich darf gar nicht viel reden. Wir müssen uns wirklich beeilen und dranhalten, dass wir hier noch ein bisschen was zusammengecraftet kriegen. Wir müssen dann schnell ins Bett und eine Runde schlafen, dass wir genug Ausdauer haben. Und dann geht heute der Kampf ums Protein weiter. Also unser Ziel ist auf jeden Fall, heute irgendwas zu jagen und uns das zu grillen. Wir haben ein Ei, das könnte uns so ein bisschen... Nee, wir haben noch nicht mal mehr ein Ei, ne? Oh nein, wir haben kein Ei. Wir haben gar nichts Proteinhaltiges. Und unser Proteinmeter geht immer weiter runter. Das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. Es gibt hier so ein paar Sachen, die könnten wir uns wirklich besser aufbauen das nächste Mal. Zum Beispiel brauchen wir auf jeden Fall für das Feuer ein Dach, damit es bei Regen nicht ausgeht. Das ist super wichtig. Und ich habe so ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel, wenn wir den Speer equippen, dann... Ah ja, der ist auch auf dem Hotkey. Haben wir auch schon mal rausgefunden. Dann können wir mit der mittleren Maustaste, also praktisch mit dem Mausrad, wenn wir das klicken, können wir den Speer auch werfen. Das ist super wichtig, weil dann haben wir jetzt praktisch eine Fernkampfwaffe und müssen den Bogen nicht unbedingt verwenden. So kleine Sachen wie eine Schlange oder so müssten wir dann vielleicht damit besiegen können. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ziehen wir mal wieder die Axt raus und hauen nochmal so einen Baum um. Der ist zum Glück nachgewachsen hier. Und ich denke, dann bauen wir uns mindestens noch einen Speer. Da liegt auch noch was. Ein normaler Stock. Können wir mitnehmen. So. Und dann gehen wir kurz ins Bett, schlafen eine Runde, weil die Ausdauer ist gleich wieder aus. Also ich gehe auf jeden Fall schlafen, bevor wir umkippen, so ist der Plan. Und am nächsten Morgen, oh, diese Vögel, die erinnern mich an Gothic 1, das ist unglaublich. Die klingen genauso wie in Gothic 1. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Gothic 1 gespielt hat, ist ja schon ein bisschen länger her, dass das Spiel rauskam. Aber hört ihr den Vogel? Das ist der Gothic 1-Vogel, den kenne ich. So, wir brauchen Steine. Noch ein paar Steine, jawohl. Erstmal so eine Stone Blade, dann bauen wir uns noch so einen Speer, dass ich zwei habe, damit wir dann hoffentlich damit vielleicht so eine Wildsau jagen können. Das wäre so eine Idee. Auf jeden Fall können wir uns damit eine Schlange holen, da brauchen wir nur einen Speer für. Für die Wildsau hätte ich jetzt mal zwei genommen, dass wir auf jeden Fall noch einen haben, wenn wir den ersten weggeworfen haben. Und die Sau dann vielleicht noch wegläuft, das kennen wir ja schon. Die laufen dann einfach weg mit unserer Waffe und wir stehen dann sauber da. Das ist nicht der Plan. So. Oh, es regnet schon wieder. Oh je. Wir schlafen jetzt eine Runde. Nicht super lange. Gerade so, dass es hell wird, denke ich. Es ist ja schon hell, 7, ne? Ach, okay, auf den. Okay, das hat uns ein bisschen gebracht. Und wir haben Sanity zurückbekommen, weil es so super gemütlich ist da unten drin, ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man machen, um Sanity zurückzubekommen. Zum Beispiel... im überdachten Bereich schlafen. So. Denk mal, das Dach ist da auch wichtig, ne? Kriegen wir das mal alles aus und gucken, was das bringt. Okay, Wasser ist voll. Super. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht so eine Klapperschlange wiederfinden. Das erste Mal, dass ich die für irgendwas verwenden kann. Super, die ist gerade zu Hause. Ich hoffe, dass wir die essen können. Gucken, ob das geht. War das daneben oder was? Der wirft die daneben? Wieso wirfst du denn daneben? Vielleicht geht das auch einfach nicht. Ich will mich jetzt nicht wieder beißen lassen. Ziehen wir mal ein, mal sehen, ob das dann besser geht. Nee. Ich glaube, die ist unverwundbar. Das ist aber uncool. Gib mir meinen Speer zurück. Also ein bisschen höher gezielt. Ich dachte, man könnte die irgendwie so... Nee, sieht wirklich nicht so aus. Das kostet nur unglaublich viel Ausdauer. Wir können die nicht essen. Dann suchen wir uns jetzt eine Wildsau. Davon gibt es ja ziemlich viele. Longstick. Oh. Ich habe hier einen Baum gefällt und es ist da oben gelandet. Super gut. Wir haben auch noch so einen Vogel, aber ich nehme mal an, dass der schon schlecht geworden ist. Wo ist denn der Vogel? Da, so ein Parrot Body Harvest.
Gucken, was da rauskommt. Ja, das ist schon schlecht. Schade. Zu lange gewartet. Oh, das ist ein Leguan. Und da ist so eine Sau. Können wir vielleicht... Das war voll daneben. Oh, da sitzt eine Ratte. Wir holen uns jetzt die Wildsau. Mal sehen, ob das funktioniert. Jawohl. Oh, ein Wurf. Das ist ja super easy. Aber ich glaube, unser Speer ist weg. Yeah. Okay. Das sollte uns auf jeden Fall genug Protein geben, oder? Jetzt haben wir auch Knochen. Super gut. Hier ist der Speer. Nice. Jetzt haben wir Peccary Meat. Die heißen also Peccaries. 3 Stück. Oh. Das ist schon ein ziemliches Upgrade. Haben wir auch Leder oder sowas bekommen? Ich glaube nicht, nur Knochen. Okidoki. Super gut. Dann wissen wir jetzt, wie wir uns Fleisch beschaffen können. Oh, nein. Ist doch immer das Gleiche. Oh. Jetzt hat's funktioniert. Die haben eine komische Hitbox. So, jetzt muss ich natürlich schnellstmöglich... Ach so, einen Tabakverband machen, oder? Moment mal. Haben wir jetzt alles für einen Verband? Molinaria? Craft? Es geht doch auch so. Genau. Craft? Leaf Bandage. So, und die können wir, glaube ich, kombinieren mit einem Tabakblatt. Haben wir Tabak? Ja, haben wir. Okay. Tobacco Dressing. So. Jetzt haben wir so ein Tobacco Dressing. Jetzt können wir, glaube ich... Jetzt müssen wir den Biss erstmal finden. Wo ist der? Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist was. Ich denke mal, das ist es. Das ist der Schlangenbiss, nehme ich mal an. Oh, nee. Der hat vielleicht Nerven. Der legt sich überall hin und schläft einfach. Der hat auf jeden Fall keinen Stress. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ausdauer. Ist ja nicht verkehrt. So. Inspekt. Bein. Ich sehe den Biss nicht, aber der ist da irgendwo. Tobacco Dressing. Drauf. Vergiftung ist immer noch da, oder? Oh, wieso? Inspekt. Haben wir hier noch was? Nö. Also wir haben immer noch die Vergiftung aktuell. Können wir vielleicht wieder so ein Blatt essen? Ich glaube, die Vergiftung ist runtergegangen. Besser geworden, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall verbunden. Ich darf nicht so viel reden und in die Luft gucken. Wir müssen immer auf den Boden gucken. Und auf diese Schlangen aufpassen. Man kann die aber töten, wenn man trifft. Das ist nicht ganz so einfach, aber es funktioniert. Gut. Haben wir die Speere alle wieder mitgenommen. Jawohl. Und die Speere sind wirklich ziemlich stark. Also, wir brauchen wirklich nur einen Treffer und dann ist so eine Wildsau down. Nice. Das Ding ist wieder da. Nehmen wir wieder mit. Oder? Brauchen wir das? Ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen nur... Ach doch, brauchen wir. Wir haben das zweite Blatt aufgegessen. Gut, Vergiftung ist weg. Hitpoints sehen echt mies aus. Und wir schlafen die ganze Zeit ein. Das liegt am Fieber. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt ins Bett legen sollen. Das wäre vielleicht besser. Ich denke mal, das gibt dann zusätzlich noch so ein bisschen Sanity wieder, ne? Langsam kriegen wir das auf die Reihe. Das war jetzt nicht der erste Schlangenbiss. Wir brauchen hier nochmal das... Ach, das haben wir auch nicht mehr. Wir haben gar kein Werkzeug mehr zum Feuer machen. Alles wieder neu craften. Stöcke. Eins. Dann nehmen wir den. Craft. Fire Drill. Dann machen wir uns jetzt ein Feuerchen und essen erstmal das Fleisch. So der Plan. Dann brauchen wir wieder Vogelnester. Habe ich das daneben geworfen? Ja. Oh je. Aber langsam wird's. Also, überleben ist nicht einfach. Too tired? Eieiei. Wo ist denn das Vogelnest eigentlich hin? Eins ist irgendwie verschwunden. Ist da runtergeworfen? Na gut, ich denke mal, das suchen wir dann morgen oder so. Ich lege mich nochmal kurz ins Bett und dann probieren wir mal aus, ob wir vielleicht ganz kurz schlafen können. Bevor ich jetzt sowieso schon einschlafe. So. Wake up. Ja, das gibt nämlich Sanity zurück. Das ist, glaube ich, besser als irgendwie im Dreck schlafen.
Jetzt fängt es wieder an zu regnen, das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt ein Feuer anzumachen. Da gewittert es schon wieder. Noch ist das Fleisch gut, das hält sich auch noch 14 Stunden. Okay. Dann gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein Ei finden. Und wir haben ja jetzt auch noch Schlangenfleisch, 2 Stück. Mal gucken, wie lange sich das hält, wenn wir das braten. Vielleicht hält sich das dann ein bisschen länger. Stone? Wo ist das Nest hin? Ich glaube, das Nest ist weg. Wir müssen vorsichtiger mit unseren Nestern umgehen. Gut. Ich gehe mal so ein bisschen auf die Suche nach Nestern, Kokosnüssen, was es noch so gibt. Und Fieber ist ja jetzt weg. Was können wir denn machen, dass wir unsere HP so ein bisschen... Ja, wir müssen... Oh, wir müssen alles essen. Ja, du, was machst du denn hier? Okay, wir müssen schnell was essen. Also man muss wirklich richtig dabei sein hier bei dem Spiel. Drink und Harvest. Man kann ja keine Sekunde rumstehen und nichts tun. Man muss permanent essen. Der Typ ist eigentlich wie eine Kuh oder sowas. Der frisst durchgehend. Jede Sekunde. Ja. Und zwar Unmengen. Harvest. Wir haben jetzt genug Fett. Wir bräuchten Früchte. Ja, wir bräuchten Früchte. Mal gucken, ob wir irgendwo Früchte finden. Wir haben zu wenig Ausdauer, um uns das Fleisch zu grillen. Ich esse jetzt das Ei. Okay, das war ein rohes Ei. Und jetzt? Wir könnten natürlich das Fleisch auch roh essen. Wie sieht's denn aus? Das hat uns ganz klein wenig was gebracht. Wir haben immer noch zu wenig. Dann müsste ich jetzt erst Früchte finden, dass wir mehr Ausdauer kriegen, um Feuer zu machen. Also das Spiel ist schon ziemlich brutal einfach nur. Ich kann jetzt noch nicht mal Feuer machen. Wir haben zwar Fleisch, aber wir können kein Feuer machen. Das ist schon ziemlich fies. Wir haben eine Leech. Das können wir wieder mitnehmen. Das Slot ist ja frei. Die Leech müssen wir loswerden. Machen wir das mal so. Wo sind die Leeches? Keine Leech. Da sind Leeches. So. Noch mehr. Wow. Das ist der ewige Regen hier. Gut. So, wieder ein bisschen weiter. Aber irgendwie auch nicht. Wir trinken jetzt diese Schüsseln aus. Die habe ich mal überall verteilt. Das funktioniert super gut. Dann gehe ich ein bisschen Früchte suchen, dass wir vielleicht mehr Ausdauer haben. Ich denke mal, das hilft. Wir müssen uns jetzt wirklich erstmal gescheit equippen und irgendwie auf einen Stand kommen, dass wir überhaupt daran denken können, hier diesen Urwald zu erkunden. Momentan geht das nicht wirklich. Jetzt ist schon wieder die Axt kaputt. Irgendwo hier ist... Da ist eine Klapperschlange. Gut zu wissen. Dann suchen wir am besten mal hier drüben weiter. Nach Früchten. Jetzt bin ich hier nachts auch noch in so einen Ameisenhaufen reingerannt. Oder so einen Termitenhügel. Ich denke, das ist eher ein Ameisenhaufen. Und dagegen hilft wohl am besten so eine Bandage mit so einem Unknown Herb. Und das soll wohl gegen dieses Rash ganz gut helfen. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Inspect. Das Bein. Das sieht ja schon besser aus. Ist das schon weg? Sieht so aus, als wäre es schon weg. Gut, dann brauchen wir das ja nicht mehr ausprobieren. Das regnet hier in sehr gleichmäßigen Abständen. Das heißt, die Feuer bleiben immer nur sehr kurz an, wenn man sie überhaupt ankriegt. Ich habe ein paar Früchte gefunden, das heißt, wir sind wieder so ein bisschen besser dabei. Aber ich glaube, wir sind immer noch ziemlich weit vom Feuer entfernt, ehrlich gesagt. Okay, wir brauchen wieder ein bisschen Fett. Da können wir so eine Kokosnuss essen. Und man kann aus denen auch was ziemlich Cooles bauen. Ich glaube, das Fleisch... Ja, das ganze Fleisch ist schlecht geworden. Oh je. Das ist wirklich nicht cool. Jetzt haben wir extra so Viecher gejagt, aber das hilft uns auch nicht wirklich weiter, weil das Fleisch schon wieder schlecht ist, weil wir das Feuer nicht anmachen konnten. Okay, wir können aus der Kokosnuss auch so einen Wasserbehälter bauen, was auch super praktisch ist, wenn wir irgendwie auf Reisen gehen wollen und den Urwald untersuchen wollen. Dann brauchen wir natürlich immer was zu trinken, was Sauberes, wenn es geht. Und dafür ist so eine Kokosnuss gut. Da können wir jetzt irgendwie Wasser mit aufbewahren. Ich glaube, ich weiß auch ungefähr, wie das funktioniert. Müssen wir mal ausprobieren. Nur nicht auf eine Klapperschlange treten. Oder Vogelspinne.
Oder Ameisenhaufen? Ich wurde auch schon wieder angeknurrt hier. Letzte Nacht. Also irgendwo in der Nähe ist auch wieder so ein Jaguar unterwegs, glaube ich. Da müssen wir tierisch aufpassen. So, sollten aber gleich wieder zurück sein. Oh, hier ist eine Höhle. Das sieht aus wie so eine Eingeborenenhöhle. Ich wurde schon wieder von so einer Spinne gebissen. Ich esse die jetzt einfach mal. Food Poisoning. 12 Protein. Okay, also ich glaube, ich muss mich irgendwann erbrechen. Sieht irgendwie so aus. Wir haben jetzt aber ein bisschen mehr Protein auf jeden Fall. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Dann, sobald wir wieder aufwachen, hätte ich gesagt, gucken wir mal in diese Höhle rein. Aber momentan läuft es wirklich nicht so wirklich gut. Ich kann keine Früchte finden. Ich habe den ganzen Urwald durchsucht. Und ich habe zwar ganz viele Schlangen und Spinnen gefunden. Lass mich auch immer gerne von denen beißen. Aber noch nichts wirklich Nützliches. Keine Früchte, wie gesagt. Da ist auch immer so ein bisschen Glück dabei, wie es aussieht. Das. Ich glaube, die Höhle habe ich schon mal gesehen. Ich weiß auch nicht. Oh ja, hier gibt's, glaube ich. Ja, hier gibt. Nee, das ist eine andere Höhle, die kenne ich nicht. In manchen Höhlen gibt es so Obsidiansteine. Da gibt es jetzt auch ein paar. Aber eher wenige. Daraus kann man sich dann auch wieder Waffen craften. Wenn man da mehr als einen findet. Obsidian, 2 Stück. Jetzt könnten wir uns zum Beispiel einen Obsidian-Speer bauen. Der dann wohl wieder so ein bisschen besser ist. Oh je. Wir brauchen dringend was zu essen, was zu trinken. Und ich habe mich ziemlich verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich zurückfinde zu unserer Base. Also, das läuft gerade nicht wirklich gut. Das Spiel ist wirklich fies, teilweise. Es gehört sehr viel Glück dazu, um hier überhaupt am Leben zu bleiben, habe ich ein bisschen das Gefühl. Und natürlich auch ein bisschen Können. Das sieht aus wie ein Flugzeugteil. Oh, ich glaube, da hängt ein Flugzeug. Okay. Ich glaube, die Sonne geht langsam wieder unter. Wir haben immer noch zu wenig von allem. Ja, es ist schon 16:30. Und das sieht aus wie ein Teil von einem Flugzeug. Und offensichtlich ist es eins, weil da oben hängt der Rest. Das heißt, hier muss irgendwann mal jemand abgestürzt sein. Ziemlich verrückt. Vielleicht gibt es hier irgendwas Nützliches für uns. Ein Bett. Voll gut. Eine Leech haben wir auch noch. Das ist nicht so gut. Also, ich habe mich, glaube ich, komplett verlaufen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich eigentlich bin, ehrlich gesagt. Leech? Wo bist du? Weiß auch nicht, wo die Leeches sind. Da ist eine. Und noch eine. So, viel besser. Gut. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Also hier gibt es ein Bett. Vielleicht bleiben wir hier einfach, weil... Maggots? Okay, da sind leere Dosen und Maden. Können wir die essen? Mal gucken. Kann man Maden essen? Disgusting. Oh, ich bin schon ziemlich verrückt wieder. Obsidian, voll gut. Campfire Ash. Damit kann man, glaube ich, auch Verbände machen, ne? Die wirken so ein bisschen antiseptisch. Okay, wir sind wieder so halb verrückt. Aber wir haben Kokosnüsse gefunden. Und Heart of Palm. Das hat irgendwas mit der Palme zu tun. Kann man essen? Bananen sind schlecht. Okay, wir holen uns einfach mal die Kokosnüsse alle, hätte ich gesagt. Und essen die dann. Verteilen die vielleicht draußen, dass wir auch wieder Wasser haben. Und dann schlagen wir erstmal wieder so eine kleine Base auf. Ich denke, wir brauchen überall so kleine Beef Jerky. Eine Schüssel. Und Obsidian. Eine Dose. Okay, wir müssen dringend was gegen diese Stimmen in unserem Kopf tun, denke ich. Harvest? Wahrscheinlich ist die Kokosnuss schlecht. Nee, die ist gut.
Ips. Ips. Ich kann die Schüssel nicht mehr tragen, wie es aussieht. Und dann machen wir erstmal wieder ein Feuer hier. Sobald wir ein bisschen Wasser haben, geht's weiter mit dem Feuer. Vielleicht machen wir das Feuer eigentlich sofort. Und zwar irgendwo in der Höhle. Oder ist da Feuer? Nee. Hier ist kein Feuer. Das heißt, regnet es in der Höhle? Hier ist doch... Oh ja. Es regnet in der Höhle. Also ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich werde das Feuer mal hier drin machen. Schauen wir mal, ob das was bringt. Oh ja. Ich hoffe, dass das hier drin dann anbleibt. Stick. Go, go, go. So. Okay, erstmal eine Runde schlafen. Hätten wir uns vielleicht ins Bett legen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Also, das ist ein ziemlich harter Überlebenskampf, ganz einfach. Ich war schon mal besser dabei, aber sobald ich anfange aufzunehmen, ist es dann nicht mehr so. Alleine, dass ich hin und wieder was zeige oder so, das kostet schon zu viel Zeit, um hier wirklich am Leben zu bleiben, wie es aussieht. Also ich weiß nicht so ganz, wie das gedacht ist. Wir sind jetzt ein bisschen über einen Tag unterwegs und ich habe wahrscheinlich schon 20 Kokosnüsse oder mehr gegessen. Wir sind trotzdem extrem hungrig. Also ich glaube, dass da noch irgendwas nicht so ganz stimmt mit der Essmechanik. Wir essen mal die Dose. Voll lecker. Die hat sogar Sanity wiederhergestellt. Gutes Essen. Gutes Essen ist das Wichtigste, Leute. Okay. Gucken wir mal, ob wir ein paar Früchte noch finden. Vielleicht noch ein paar Äste mitnehmen. Sobald es aufhört zu regnen, machen wir mal das Feuer an. Ich habe trotz allem Angst, dass das jetzt mit dem Regen gleich wieder ausgeht. Außerdem können wir es sowieso nicht anmachen. Ich muss erst Früchte finden und mich so ein bisschen erholen. Sonst haben wir, glaube ich, nicht genug Ausdauer. Hier ist so eine Heilpflanze, das ist super gut. Müssen wir uns merken. Oh, jetzt wird es halt schon wieder dunkel, ne? Nicht cool. Ich habe noch überhaupt keine Bananen im Überlebensmodus gefunden. Also ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Hier sind Früchte. So, man muss nur die Augen offen halten. Mit ein bisschen Glück findet man dann auch was. Okay, da ist eine Klapperschlange. Die leuchtet im Dunkeln, das ist ganz nützlich. Die können wir gleich wieder mitnehmen. Okay. Hol sie dir. Du wirst gegrillt. Ich denke, wir bauen uns hier direkt nochmal so ein Shelter, dass wir hier wieder speichern können. Und man könnte den auch aus Bambus bauen. Da gibt es auch so eine Bambus-Variante. Aber dafür brauchen wir dann bestimmte Bambusteile, wo ich noch nicht weiß, wo wir die herbekommen. Es gibt alles aus Bambus. Small Bamboo Shelter. Dafür brauchen wir dann Bambusstöcke. Und da weiß ich nicht, wo wir die herbekommen. Ich habe so ein paar Bambusteile gefällt. Hier liegen auch ein paar Stämme. Bamboo Log heißen die. Und hier wächst auch, genau, da wächst zum Beispiel ganz viel Bambus. Könnten wir also direkt holen. Aber da kommen keine von diesen Stöcken raus. Also da weiß ich nicht so recht, wo wir die herbekommen sollen. Ich weiß jetzt aber, wie wir uns einen Obsidian-Axt zum Beispiel bauen. Dafür brauchen wir einen Obsidian-Stein und einen normalen Stein und so ein Seil. Dann können wir uns schon mal so eine Blade bauen aus Obsidian. Und wenn wir die jetzt nehmen, nehme ich mal an, dass wir daraus aus einer Axt bauen können. So die Hoffnung. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man kann mit der gar nichts craften. Mit diesem Blade. Aber wir können es auf jeden Fall jetzt schon mal so eine Blade craften. Das ist doch auch cool. Besser als gar nichts. Ja, also daraus können wir nichts machen. Wir können es nur so verwenden, wie es ist. Also je mehr wir craften, desto mehr verbessern wir unseren Crafting-Skill. Und dementsprechend halten unsere Waffen dann auch länger. Das ist ganz praktisch. Die gehen nämlich ständig kaputt. Im Sekundentakt so in etwa. Nehmen wir mal so ein paar normale Steine und bauen uns erstmal wieder ein ganz normales Messer und machen da draußen eine Axt. Die ist nämlich schon wieder hin. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass wir hier, okay, das können wir nicht mal mehr tragen, dass wir den Shelter aufbauen, dass wir mal ein bisschen aussortieren und ein paar Sachen hier in der Höhle lassen. Dazu haben wir ja so eine Höhle. Höhlen. Und ich habe auch rausgefunden, wie man diese Kokosnüsse hier mit Wasser versorgt. Wir haben ja jetzt so einen Kokosnussbehälter und den ziehen wir einfach hier drauf. Dann haben wir 20 Wasser und da 30 Wasser und jetzt ist er voll, 40 von 40. Also wir haben auf jeden Fall immer genug zu trinken dabei. Das Fleisch wird langsam schlecht, aber ich denke, dass wir das jetzt schnell braten könnten, wenn wir vorher ganz kurz schlafen. Wir sind nämlich ziemlich gut versorgt. Oh, es regnet gleich wieder. Wake up, Mittag,
Sanity geht ein bisschen hoch und ich glaube, das reicht jetzt, um so ein Feuer zu machen. Wir werden es gleich sehen. Use und wir nehmen so ein paar Blätter. Davon haben wir nämlich ziemlich viele und das Inventar ist voll. Die müssen wir verwenden. Ja, easy reicht es, oder? Okay, es hat auf jeden Fall gereicht. Machen wir das mal an und hauen da sofort unser Fleisch drauf. Das erste ist schon schlecht geworden. Die anderen hauen wir jetzt sofort da drauf. So. Das Schlechte werfen wir mal irgendwo hin. So. Ein paar Kokosnüsse habe ich auch wieder gefunden. Die können wir direkt trinken. Und ja, die Höhle hat Löcher im Dach, deswegen regnet es hier rein. Überm Feuer ist jetzt nicht direkt. Da ist eigentlich ein Stein, also da dürfte es nicht drauf regnen. Aber hier hinten in der Ecke hat es auch reingeregnet und da ist auch kein Loch. Das Loch ist nur hier vorne. Mal gucken, wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass das Feuer gleich wieder ausgeht. Aber vielleicht können wir uns wenigstens hier so ein paar Stück Fleisch grillen, 4 Stück oder so, dass wir gut mit Eiweiß versorgt sind. Wir sind sowieso relativ gut versorgt eigentlich. Wir brauchen hauptsächlich Früchte. Die Früchte sind relativ schwer zu finden. Wenn man viel rumläuft, findet man die auch viel. Aber ja, ihr seht, die Sanity geht hoch, wenn man nah am Feuer steht. Das ist gut. So ein bisschen am Feuer chillen ist immer angesagt. Aber wir laufen ja nicht viel rum, das heißt, wir finden auch nicht viele Früchte. Ich traue mich nicht weit zu laufen, weil ich mich permanent verlaufe in diesem Urwald. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir können auch die Kokosnussteile hier nochmal harvesten und die dann auf den Grill werfen. Das geht auch. Die halten sich jetzt einen Tag, 12 Stunden. Wenn wir die grillen, halten die sich, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ich habe so einen Candy Bar gefunden, der lag auch hier in der Höhle. Take. Guckt. Super gut. Das hält sich 6 Minuten. Das ist das Rattlesnake Meat. Komm schon, Meat. Drauf. 6 Minuten. Okay, die sind drauf. Wie lange hält sich das? 2 Tage. Das ist super. Sanity geht wirklich deutlich hoch. Das lohnt sich. Kann ich empfehlen. Die harvesten wir mal. Und dann versuchen wir uns hier mal wieder so ein bisschen auszustatten und ein bisschen auf die Beine zu kommen, dass wir mehr Ausdauer haben und sowas, weil das geht gar nicht so halbtot hier rumlaufen. Das funktioniert nicht so gut. Okay, ich werde jetzt erstmal den Shelter aufbauen und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Easy peasy, das Ding steht und ich habe rausgefunden, wie man das Feuer hier anfachen und weiter brennen lassen kann. Also immer wieder mit Holz füttern. Einfach das Holz da reinziehen. Funktioniert super gut. Ich glaube, das geht auch mit Stämmen. Ich weiß nicht, ob das mit Bambus geht, aber wir haben ja noch so Bambusstämme. Nehmen wir mal einen mit davon und gucken, ob das funktioniert. Oh nee, wir haben schon wieder eine Leech. Geht das? Können wir den da reinziehen? Nee, der ist zu groß, glaube ich. Na gut, war ja ein Versuch wert. Ich werde hier so ein bisschen chillen und versuchen, uns aufzubauen. Das ist das Ziel. Also ich werde diese Höhle erst wieder verlassen, wenn es uns richtig gut geht. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ich glaube, dass man langfristig nicht so wirklich gut überleben kann, wenn man rumläuft. Man sollte wahrscheinlich schon immer irgendwie so ein bisschen sesshaft sein. Nehme ich mal an. So, wir haben kaum noch was zu essen. Ich habe gerade die ganze Zeit aufgebaut. Schlafen wir erstmal eine Runde. Und sobald es dann so ein bisschen heller wird. Naja. Das wird noch ein bisschen dauern, bis es heller wird. Aber sobald wir wieder ein bisschen mehr sehen, spätestens müssen wir uns wieder auf die Socken machen. Und nach Essen suchen. So ist das im Urwald. So, ich habe nur kurz geschlafen. Und jetzt haben wir so einen Wurm. Ich glaube, man kann den mit einer Nadel entfernen, die man aus den Knochen bauen kann. Yeah, läuft. Okay, so funktioniert das. Ich habe erst versucht, die zu craften. Dann habe ich gesehen, man kann die auch harvesten, diese Bones. Und da sind jetzt 3 Nadeln rausgekommen. Ne? Ich sehe zwar nur 2, aber na gut. Besser als nix. Und wenn wir jetzt gucken, wo der Wurm ist. Inspect. Oh, da ist er ja schon. Ziehen wir mal so eine Nadel drauf. Okay. Der ist jetzt weg. Und da muss jetzt irgendwas drauf. Ich glaube, da müsste jetzt so ein Verband mit Asche drauf. Wenn ich mich recht entsinne. Probieren wir das mal aus. Craft. Und Asche haben wir, glaube ich, irgendwo. Asche habe ich eigentlich aufgesammelt. Wo ist denn die Asche hin? Campfire? Bird Nest?
Vielleicht. Ich habe eigentlich jede Menge Asche aufgesammelt. Hier ist Charcoal. Eat. Okay, vielleicht hilft es gegen Vergiftungen, wenn man Kohle isst. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Asche hin ist. Ich habe ziemlich viel Asche gefunden. Unser Campfire ist nämlich kaputt gegangen. Das ist ausgebrannt und dann lag da jetzt ziemlich viel Asche rum. Aber die ist jetzt irgendwie weg. Ich habe die nicht rausgeworfen. Also die müsste eigentlich noch da sein. Das sind nur Kokosnüsse. Da hinten ist jetzt so ein bisschen unser Müllhaufen hinter dem Baum. Ich weiß nicht, wo die Asche hin ist. Also hauen wir jetzt einfach einen normalen Verband drauf, denke ich. Das ist bestimmt besser als nix. Und dann müssen wir mal gucken, ob die Asche irgendwann wieder auftaucht. Nochmal einen Verband drauf. So. Wunderbar. Gut. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder was zu essen finden. Alles wie immer. Nichts Neues. Aber wir wissen jetzt zumindest, wie wir die Würmer loswerden. Langsam machen wir so ein bisschen Fortschritt. Bananen! Es gibt sie doch! Direkt hier vor unserer Höhle ist so ein Bananendings gespawnt. Nice! Das ist genau das, was uns fehlt. Ich habe nämlich echte Probleme, hier die Kohlenhydrate ranzubekommen. Und die bringen richtig viel. Das sind ja Bananen. Ist ja nicht weiter verwunderlich. Super gut! Jetzt habe ich zum ersten Mal genug Kohlenhydrate, seit wir hier rumlaufen. Das können wir wirklich nur durch Früchte decken. Und die Bananen sind eine große Hilfe. Möglicherweise spawnen die nur, wenn man in der Nähe von diesen Bananenpalmen ist und so ein bisschen abwartet, bis die da frisch spawnen. Das könnte sein. Bis jetzt waren wir noch nie in der Nähe von so großen Bananenpalmen, glaube ich. Hier gibt es hier ziemlich viel vor der Höhle. Banana Leaf. Okay. Das ist doch schon mal gut. Was ist das? Sieht aus, als würde da was liegen, aber ich glaube, das ist nichts. Oh, was ist das für ein Busch? Den kenne ich noch nicht. Da liegt ein Vogel drunter. Vielleicht ist der giftig, wenn da ein toter Vogel drunter liegt. Mal gucken. Hier waren auch so ein paar Eingeborene in der Gegend. Okay. Da kamen irgendwie nur ein paar Äste raus und die sind jetzt weg. Jetzt sind sie wieder da. Unknown Bulb. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Okay, die Äste können wir mitnehmen. Und für das andere Ding müssen wir wahrscheinlich erst Platz schaffen. Bulb. Das ist eine Wurzel. Okay, ich denke mal, das ist eine Wurzel. Die geht wahrscheinlich hier mit rein, oder? Nehme ich mal an. Oh, hier ist es ziemlich voll, ne? Ich habe ein paar Pilze gefunden. Die passt da nicht wirklich gut mit rein. Ich würde die aber gern mitnehmen und testen. Schon wieder eine Leech. Können wir... Wir müssen irgendwas essen. Essen wir mal das hier auf. So, voll lecker. Das war die Wildsau. Und können wir da jetzt irgendwie ein bisschen Platz schaffen oder so? Vielleicht? So. So. Bisschen sortieren. Inventar sortieren gehört ja auch immer dazu, ne? Und jetzt... Bäm! Die kann man essen. Ich denke mal, die müssen wir aufs Feuer packen, ne? Sonst wird die wahrscheinlich nicht schmecken. Das war irgendein besonderer Busch. Und hier gibt's so Früchte, voll gut. Ja, hier war so ein Eingeborener, der hat so ein bisschen rumgeschrien und ist dann aber wieder gegangen. Also ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Hier ist so ein komischer Pilz. Können wir nicht mal mitnehmen. Ich muss dringend meinen ganzen Kram aufessen. Ich habe ziemlich viel vorbereitet. Aber wir müssen ja immer so viel essen. Da habe ich gedacht, gehen wir auf Nummer sicher. Und starten uns mal gescheit aus. Und es sieht echt gut aus für uns. Wir sind perfekt ausgestattet. Wir haben sogar volle Stamina. Ich dachte, wir können es jetzt mit dem Eingeborenen anlegen. Mal gucken, was der so will. Aber der ist schon wieder weg. Ist ja nicht verkehrt. Das ist wie im Paradies jetzt. Wir haben alles, was wir brauchen. So sieht es momentan aus. Wir bräuchten vielleicht noch die Banane. Aber das ist eigentlich auch alles. Und sieht so aus, als würden hier unglaublich viele Sachen spawnen, wenn man sich länger in der gleichen Gegend aufhält. Ich habe jetzt auf jedem Baumstamm plötzlich Pilze und Bananen und was weiß ich was alles. Also das ist sicherlich gut, hier an der gleichen Stelle über längere Zeit zu bleiben. Das sind wieder frische Bananen. Also das ist wie im Paradies, ne? Eat.
Gut, die heben wir uns auf. Wir haben jetzt die Banane gegessen. Ich habe so ein paar Pilze gefunden. Ich habe auch versucht, die zu grillen. Das geht nicht. Also man kann die nicht trocknen, nicht grillen. Man kann nichts mit denen machen. Außer die direkt aufzuessen. Nehmen wir das mal alles mit. Da ist noch ein Ast. Kann man nicht mitnehmen. Feuer ist auch wieder an. Ich denke aber, ich lasse das jetzt erstmal wieder ausgehen. Wir brauchen das momentan nicht unbedingt. Wir könnten die Wurzel draufpacken, ne? Testweise. Geht das? Wurzel? Ja, das funktioniert. Ach, die Leech müssen wir noch wegpacken. Eieiei. Ständig diese Leeches. Die werfen wir am besten ins Feuer. Also normalerweise reißt man sich die, glaube ich, nicht einfach aus dem Bein, sondern man macht das so. Oh, wo kommt denn die Wunde her? Vielleicht von dem Busch? Also normalerweise nimmt man zum Beispiel ein Feuerzeug oder so und überredet die dann ganz freundlich, den Arm loszulassen. So funktioniert das, glaube ich, normalerweise. Das sind die beiden Leeches. Kann man da drauf treten oder so? Sieht nicht so aus. Okay. Die Root wird bald fertig. Die ist bestimmt auch lecker. Und ich habe gedacht, wir können mal die Pilze ausprobieren. Ach so, den hier können wir auch mal harvesten. So viel Zeug. Noch mehr Federn. Und so ein bisschen Fleisch, ne? Rattlesnake haben wir auch noch. Wo kommt das denn her? Coconut. Habe ich gegrillt. Hält jetzt länger. 20 Stunden noch. Ist nicht allzu lang, ne? Wo ist denn der Vogel? Seht ihr den Vogel? Also irgendwo ist hier noch Vogelfleisch. Ich weiß nur nicht wo. Makor, das ist der doch. Okay. Sieht aus wie Schlange. So, Grill ist belegt. Rattlesnake. Anon Ball. Guckt. Oh. Können wir die direkt essen? Eat. 16 Kohlenhydrate. Oh, wir werden dick. So, hier müssen wir gucken. Gut, also die sind richtig gut. Wenn ihr so einen Busch seht, dann nehmt den mit. Könnte sein, dass der irgendwie ein bisschen gefährlich ist, dass der uns diese Verletzung am Bein zugefügt hat. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Rattlesnake ist fertig. Jetzt haben wir noch den Makor drauf. Und dann haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Das ist kein Problem mehr. Langsam wird's. Ich glaube, wir haben schon einen von diesen Pilzen ausprobiert. Ich habe gedacht, wir testen jetzt die nochmal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob welcher da der gute war. Also hier gibt es so rötliche. Die heißen alle Unknown Mushroom, aber die sehen so ein bisschen unterschiedlich aus, glaube ich. Die hier sehen so ein bisschen rötlich aus. Und die hier sind irgendwie so gelblich, oder? Legen wir die mal aufeinander jeweils und dann gucken wir uns die Haufen an. Na, die sehen, glaube ich, schon unterschiedlich aus. Ja, also die hier sehen anders aus als die da oben. Wir essen jetzt mal so einen gelben. Ich glaube, die gelben haben wir schon probiert und die waren gut, ne? Ja, die sind gut. Die roten sind auch gut. Also die kleinen Pilze kann man scheinbar auch essen. Hammer. Also wir erschließen immer neue Nahrungsquellen. Das ist super gut. Und langsam könnten wir drüber nachdenken zumindest, uns wieder so ein bisschen auf den Weg zu machen. Es geht uns wieder ziemlich gut. Wir haben ein großes Lager aufgeschlagen. Wenn ich hierhin zurückkomme, habe ich genug zu essen, zu trinken. Das ist gut. Ich habe ja auch fürs Feuer so ein bisschen was vorbereitet. Hier liegen ganz viele Blätter. Die trocknen mit der Zeit. Da sind auch schon ein paar trockene mit dabei. Also Feuer können wir auch jederzeit wieder neu machen. Können hier mal so einen Feuerstock mit liegen lassen. Da haben wir eh zwei von. Ach, die sind hier mit drin. Hier. Schmeißen wir den Handrail mal hier raus. Dann haben wir den auch direkt hier. Also wenn wir zurückkommen sollten, dann sind wir da perfekt ausgestattet. Okidoki. Das heißt, unser nächstes Lager hier ist auch fertig. Und wir können uns wieder so ein bisschen rauswagen, weitere Gebiete zu erkunden. Damit würde ich sagen, machen wir langsam Schluss für heute. War schon wieder mega knapp, aber wir haben es zum Glück geschafft, das Ganze hier ins Positive umzudrehen. Und jetzt geht es uns dafür umso besser. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart, hier im grünen Dschungel. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.